Es ist nur ein kleines Inselchen mitten im Indischen Ozean. Und natürlich ist es etwas gemein, solche Bilder zu zeigen, aber so sehen nun mal die Strände aus auf Fregat. 10 Stunden entfernt, hingetupft, wie für den Fernwehkatalog im Reisebüro. Es ist eine Granitinsel, etwa 15 Flugminuten von der Hauptinsel Mahé entfernt. Ein Hüpfer, aber gleichzeitig unerreichbar, wenn sie nicht angemeldet sind. Fregat ist deutscher Privatbesitz. Hier hat sich der Großindustrielle Otto Happel seinen persönlichen Inseltraum verwirklicht. Doch solche hübschen Bilder gab es am Anfang beileibe nicht. Es war eher ein Albtraum, das Eiland zu einem Luxusresort umzubauen. Untergegangene Schiffsladungen, vom Strand ins Meer gespülte Container, mit den Frachtern eingeschleppte Ratten, Wetterunbill, das sind heute zum Glück nur noch böse Erinnerungen. Gäste, die jetzt ankommen, betreten quasi einen Garten Eden ohne Sündenfall. Zumindest, wenn man den für die Buchung nötigen Reichtum nicht als Sünde ansieht. Urlaub wie unter Freunden. Fast nie kommt jemand und will eine Rechnung unterschrieben haben. Das meiste ist hier einfach inklusive. Dass im Hintergrund jede Minute in diesem prachtvollen Refugium mit über 4 Euro berechnet wird, stört wohl nur Krämerseelen. Ach ja, bevor Sie jetzt lange Kopf rechnen und den Film verpassen, ein Tag Robinson in Luxusversion kostet etwa 6.300 Euro. Verständlich, denn Robinson hatte noch keinen elektrischen Golfwagen, mit dem er das Eiland erkunden konnte, auf dem er gestrandet war. Allerdings eine Straßenkarte braucht man eher nicht. Trotzdem ist der Dschungel jenseits der 16 Villen abwechslungsreicher, als man denkt, und voller biologischer Überraschungen. Da gibt es eine schwarz-weiße Drosselart, den Magpie Robin. Ganze 213 Exemplare leben davon noch weltweit. Alle hier, weswegen auch immer Fachleute aufpassen, dass die Natur geschützt bleibt. Die hat sowieso auf Fregat mehr oder weniger Narrenfreiheit. Fast alles auf der Insel ist noch genau so wie damals, als Piraten hier ihre idealen Schlupfwinkel hatten. Die Gerüchte über sagenhafte verborgene Schätze gibt es noch heute. Tatsächlich größter Schatzfund bei einem abendlichen Strandspaziergang, eine der Wasserschildkröten, die immer wieder auf diese Seychelleninsel zurückkehren, um ihre Eier im Sand zu vergraben. Vielleicht ahnen Sie, dass dies ein guter Platz ist, weil die Inselbiologen den Schildkrötenbabys Schutz geben auf ihrem ersten Weg ins Meer. Einfach nichts tun. Das ist die stärkste Animation, die Fregat zu bieten hat. Sonnenuntergang an der Grande Anse, vielleicht noch das Aufregendste am Nightlife dieser Insel. Wenn so der Tag beginnt, Frühstück ganz privat auf der eigenen Terrasse mit einem Ausblick, der allein schon satt macht. Jede der 16 Villen hat etwa 450 Quadratmeter. Für 2 Gäste dürfte das gerade mal so reichen. Koloniale Atmosphäre der besonderen Art, sehr viele fernöstliche Elemente wurden eingefügt. Das kennt und schätzt die verwöhnte Klientel schließlich schon aus den asiatischen Traumresorts der Aman-Klasse. Unaufdringlicher Luxus mit riesigen Fensterfronten. Und ich muss zugeben, hier aufzuwachen gehört vielleicht zu den schönsten Hotelerlebnissen, die es weltweit so gibt. Die Villen sind wie Adlerhorste auf die Granitfelsen gebaut, jede so, dass der Nachbar keinen Einblick hat. Trotz der Traumstrände gibt es Swimmingpools und vor allem private Blubberbäder. Manche kühn am Felshang. Wenn man da drin sitzt, fühlt man sich ganz herrlich dekadent. Trotzdem, das schönste Schwimmbad liegt direkt vor der Haustür, allerdings einige Treppenstufen tiefer. Abstieg zum Privatstrand. Und für den würde man auch meilenweit gehen. Ein Strand, bei dem man von einer kitschigen Postkartenidylle in die nächste taumelt. Ob es tatsächlich der schönste der Welt ist, wie die New York Times schreibt? Wen kümmert das, wenn man hier nur den wirklich pudrigen Sand erleben darf, in dem man wirklich einsinkt, so fein und weich ist er. Umspült von den warmen Wellen des Indischen Ozeans, allein zu zweit sein, an Orten wie diesen, mehr Exklusivität geht nicht.
Kein Marmorbad kann so etwas übertreffen. Heißes Abbrause unter freiem Himmel, eine Duschkabine mit dieser Aussicht ist ein Sehnsuchtstraum. Spazierklettern auf dem Signal Rock, ein 125 Meter hoher Granitfelsen, das Gebirge gewissermaßen auf Fregatt. Aufwärmtraining für Alpinisten, aber ein Anstieg, der einen mit tollen Ausblicken belohnen wird. Oben steht man dann auf einem der Reste von Gondwanaland, dem legendären Urkontinent der südlichen Halbkugel, eine versprengte Arche Noah sozusagen. Den Arche Noah-Gedanken pflegt man auch unten auf der Plantage. Jedes Pflänzchen wird liebevoll gepflegt. Mittlerweile produzieren die Gewächshäuser so viel, dass man sich nicht nur selbst versorgen kann auf Fregatt, sondern auch noch den Markt auf der Hauptinsel Mahé beliefert. Für die Köche eine ideale Situation. Die Menükarte wird nach einem Streifzug durch die Anpflanzungen entwickelt, zumindest was das Gemüse anbelangt. Garantiert ohne Rinderwahn braten auf Beinen im Palmenhain. Den Gästen soll es an nichts mangeln. Dennis, der älteste Bewohner von Fregatt, mehr als ein Jahrhundert dürfte er schon sprichwörtlich auf dem Buckel haben. Seine über 2000 Neffen und Cousinen leben eher versteckt in den Wäldern. Aber für einen Apfel spielt Dennis liebend gerne E.T. Das ist der Blick, der Seefahrer schon 1609 entzückte. Ein paradiesisches Eiland auf dem Weg nach Indien. Mit dem Schnellboot geht es heute einige Meilen weg von den Stränden hin zu einer Felsenbank, den Chimney Rocks. Hier soll die beste Stelle sein, um die Seychelleninsel unter Wasser zu erleben. Die Erwärmung der Weltmeere hat aber auch hier ihre Spuren hinterlassen. Selbst fernab vom Massentourismus bietet das Korallenriff nur noch einen Bruchteil der Vielfalt, für die es berühmt war. Trotzdem ist der Rest immer noch ein Erlebnis für jeden Taucher. Erst recht, wenn man sich in der Strömung treiben lässt und mit den Fischen um die Wette trudelt. So sieht Seychellenglück aus.